Mein Name ist Stefan Seidel und ich möchte heute gerne hinweisen auf mein neues Buch, das am 8. September im Claudius Verlag erscheint. Es trägt den Titel »Nach der Lehre – Versuch über die Religiosität der Zukunft«. Ich möchte das heute ganz kurz in diesem kleinen improvisierten Literatursalon vorstellen und vielleicht etwas Interesse dafür wecken. Ich gehe in dem Buch der Frage nach, wie in der heutigen Zeit ein Suchen und Tasten nach dem größeren Ganzen, nach dem tieferen Sinn der Welt aussieht. Es ist ja alles andere als selbstverständlich geworden, dass man nach dem fragt, was einen übersteigt. Das Feld der Religion liegt weitgehend brach und spielt keine relevante Rolle mehr. Ich denke, dass das einerseits eine große Befreiung ist, eine große Freiheit, nicht mehr Dogmen und kirchlichen Bevormundungen unterworfen zu sein, sondern das eigene Leben wagen zu dürfen. Andererseits aber wird doch auch ein Verlust deutlich. Verloren gegangen sind viele Geschichten und Bilder, die das Leben deuten, einen in der Tiefe ansprechen und besonders an den Rändern des Lebens, in den Brüchigkeiten wichtig sein können. Doch trotzdem glaube ich nicht, dass die traditionelle Religion eine große Zukunft haben wird, sondern dass neue Wege und Formen gefunden werden, um eine erweiterte Sicht zu bekommen, um ein tieferes Vertrauen zu erlangen. Ich halte dabei vor allem die zeitgenössische Kunst, Lyrik und Malerei für sehr geeignete Formen, der Lehre etwas entgegenzusetzen, die das wissenschaftlich-technische Zeitalter auch hervorgebracht hat durch die große Verabschiedung der Religion. Aber auch in der Philosophie oder in der neu gelernten Achtsamkeit der Erde gegenüber, dem Leben gegenüber, eröffnen sich meines Erachtens neue Wege in die Tiefe. Und solchen Beispielen gehe ich in diesem Buch nach und möchte jetzt ein paar Kostproben geben, indem ich etwas ausgewählte Stellen vorlese, in der Hoffnung, dass etwas Inspirierendes dabei ist. Der Schriftsteller Thomas Brussig schrieb einmal: »Religion ist für mich wie eine Fremdsprache, die ich nicht beherrsche. Angesichts dieser verbreiteten Situation wäre es wenig sinnvoll, davon auszugehen, Religion erschließe sich über ihre traditionellen Formen, Gestalten und Begriffe wie von selbst. Nein, nach dem Religiösen muss neu gesucht werden. Und dabei kann es passieren, dass der Suchende das Göttliche plötzlich an ganz neuen Orten oder in ganz neuen Worten antrifft. Die Sprache des Göttlichen scheint viele Sprachschulen zu haben. So kann heute eine Begegnung mit Kunst oder mit dem inneren Erleben einer unbedingten Wahrheit, können philosophische Denkversuche oder die bewusste Auseinandersetzung mit dem eigenen Tod religiösen Charakter bekommen. Es zeigt sich, Gott geschieht in immer neuen und überraschenden Bezügen und Beziehungen. Und Gott kann nicht gelehrt, verordnet oder verfügbar gemacht werden, sondern nur erahnt, erglaubt, erlebt oder erliebt werden. Gott in einem Augenblick des tiefen Respekts vor einem anderen zum Beispiel, vor einem fühlenden Wesen, dessen Schutz sich als unmittelbarer Impuls erschließt. Das Religiöse könnte sich heute noch als bitter notwendige Ressource erweisen, wenn die im Zuge der Digitalisierung und Ökonomisierung des Lebens immer umfassender werdenden Einengungen und Entmenschlichungen des Menschen fortschreiten. Ausgeliefert an allmächtige Algorithmen und präparierte Konsumanreize, gebannt im Spiegelsaal virtueller Sozialität, könnte es sein, dass der heutige Mensch sich gänzlich verliert in sich selbst. Ja, wenn Sie ihr tiefer eintauchen möchtet in diese Suche nach Beispielen für eine erweiterte Sicht auf das Leben und die Welt, die weiter reicht als der übliche gewinnorientierte Blick auf das Leben, dem sei dieses Buch empfohlen. Ich würde mich freuen, wenn es auf Interesse stößt. Auf Wiedersehen.